In diesem Video stehen Türme rum, wird es dunkel, sind wir hinter Gitter und werde ich nass. Gucken wir mal, dass wir unsere ATs hier aus dem Sand kriegen. Hier einsanden wäre jetzt echt doof, aber gekonnt ist gekonnt, wir rollen. Ja, weiß noch jemand, von wo wir gekommen sind? Nee, nicht. Wir fahren mal links, von da sind wir definitiv nicht gekommen. Aber vielleicht kommen wir damit ja Richtung Dorf, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Gut zu fahren bisher, parallel zu den geilen Dünen. Kann es nicht anders sagen, das sieht bei dem Licht jetzt einfach exorbitant cool aus. Bisschen wellig hier und da, aber das kriegen wir hin. Ich glaube, wir sind ungefähr irgendwie wieder in der Nähe von Asphalt, hoffe ich. Hier müsst es ins Dorf gehen. Da kommen auf jeden Fall Menschen her. Gott, oh Gott, wo ist Simon jetzt? Gottverdammt. Letztes Mal bin ich nach Merzuga anders gefahren. Aber diesmal ist spannender. Ja, kommt gut. Jetzt müssen wir mal wieder Google on track bringen. Jawohl, der hat uns auch wieder gefunden. Und die Straße gibt es da auch. Jetzt ist nur die Frage, was macht der da? Parkt er jetzt? Stoppt da? Will von uns eingestaubt werden? Oh Gott, ist das schaukelig hier. Alter Verwalter. Gobelot kotzt gleich. Der hängt ja schon wieder so schräg rum. So. Asphalt. Meister Propper hat sich gemeldet. La Gazelle Bleue. Letztes Mal waren wir ja hier im Heaven La Chance. Wäre ich jetzt auch wieder hin. Aber zweimal ins Gleiche gehen ist ja auch irgendwie für euch langweilig. Deswegen starten wir jetzt woanders hin. Und das gucken wir auch an. Ist jetzt aber noch 6 Kilometer zu fahren. Merzuga Centre erreicht. 2 Kilometer noch und Bremshügel wieder am Start. Die lieben wir ja alle. Junger Vater, sieht das geil aus. Hier geradeaus die Hauptstraße runter mit der Düne im Hintergrund. Da flippst du ja aus. Aber letztes Mal alle gar nicht gesehen. Oh, guck mal, hier gibt es schön Julia. Julia, ich wusste gar nicht, dass du hier eine Pension hast. Oder ein Hotel oder sowas. So, so. Interessant. Und dann nochmal ein Bremshügel und es geht durchs Stadttor. Das da ein bisschen verlassen steht, ehrlich gesagt. Denn links und rechts gibt es nicht so richtig Mauern. Nach Google geht es jetzt hier links. La Gazelle Bleue, jawohl. Dirt Road wieder mal. Und dann, welches ist es? Auberge Camp La Gazelle Bleue. Da geht es dann wohl hier lang. Das sieht ja mal cool aus. Mal sehen, ob was los ist. Ich bin gespannt, ob mehr los ist als vor 4 Wochen, als wir da im anderen Camp waren. Auberge La Gazelle Bleue. Falls ihr Curly irgendwo seht, gebt Bescheid. Wow, richtig cool hier. Hohe Mauern um uns rum. Das sieht ja cool aus. Ah, guck, noch 2 andere Camper. Und dann haben wir uns hier in der Schotterstelle. Oh, schön Baum. So, da sind wir wieder. Da ist er, der Silvio. Guck. Es gibt viel zu erzählen, wenn man 2 Tage unterschiedlich unterwegs war. Aber blaues T-Shirt, kurze Hose. Dreckig wie Sau. Was, du hast immer noch nicht... Ja, lassen wir das. Wir filmen ihn mal lieber nicht. Wir sind hier auf dem schönen Camping. Die Tour über ein Camping, das machen wir aber morgen. Ich habe heute auch nicht mehr so richtig Bock. Müsst ihr halt morgen wieder einschalten, wenn es euch interessiert. Wir kriegen jetzt hier Tee und Nüsli und einen sehr netten Empfang. Morgen gibt es Brot und Crepe. Da seid ihr dann auch wieder dabei. Und ich muss mich gleich noch anmelden gehen. Jo, und jetzt Prost. Dorfbahn. Es braucht Schaum auf dem Tee, sonst ist er nicht gescheit und gut. Also und für die Ungeübte ein Tropfen Spüli. Boah, scheiße, ist das Glas heiß. Wie ein Bahnhofspissoir. Ich glaube, ich muss jetzt mal pinkeln. Sorry. Ja, nach dem Pfefferminztee die Dachterrasse gefunden. Und von hier gibt es einen schönen Blick in Richtung A, Sonnenuntergang und B, andere Richtung, Dünen. Und da ist noch ganz schön was los. Schwer bevölkert mit allem, was irgendwie einen Motor hat. Ja, so schnell geht's. Dunkel und jetzt gibt's Abendessen. Wir gönnen uns heute mal wieder was Leckeres. Denn auf diesem coolen Spot gibt's auch Essen.
selber gekocht auf der Dachterrasse, wo wir vorhin den Sonnenuntergang gesehen haben. Gibt es jetzt romantisches Dinner für Silvio und mich? Das ist mein Date für heute Abend. Ja, ich hätte mir das auch anders vorstellen können, aber es wäre auch schlimmer gegangen. Immerhin ist er frisch geduscht. Dieselbe Dreckklamotten. Also auf zum Candlelight-Dinner. Leck, habe ich Hunger jetzt. Auf zum Candlelight-Dinner mit Kai. Große Überraschung. Was für eine Suppe ist es? Gemüsesuppe, würde ich mal sagen, oder? So in die Richtung gehend. Ja. Jetzt machen wir das Licht wieder aus, denn sonst kommt das Gefiech. Oh, da ist noch was drin. Da hat es noch Nudeln. Kichererbsen. Reste der Woche. Ja. Böse gesagt. Aber heute ist Freitag, oder? Nee. Nee. Sonst gäbe es Couscous. Ah, stimmt ja. Die Suppe hat es weginhaliert. Und jetzt steht schon der nächste Gang auf dem Tisch. Tagine und Obst als Nachtisch. Ich hatte auf Eis gehofft, aber es war sehr abwegig. Eine Tagine. Lupe. Wow. Okay, ich glaube, wir werden satt heute. Oh, wow, wow. Alter Verwalter. Das ist ein riesen Ding. Das muss ich also auch mal noch ziehen. Ich hol mal meine Tupperdose. Geil. Wir machen das heute mal ganz unorthodox und essen direkt aus der Tagine. Wer braucht schon Teller? Und es ist, ich habe schon probiert ohne euch, grandios. Und groß und viel und lecker. Und half. Ganz schön half. Aber richtig heiß. Gut. Man muss langsam starten, sonst haben wir nämlich noch eine verbrennte Gosch. Mhm. Das sind wir gewohnt. Au. So, ich muss jetzt essen, Leute. Hähnchen. Ja, wir haben unseren Platz wieder gewechselt. Das Essen war der Hammer. Jetzt hocken wir wieder vor der Vans. Im Hintergrund hört ihr vielleicht das ein oder andere Dreckshundegebell. Ich habe nichts gegen Hunde, überhaupt nicht. Aber wenn sie die ganze Nacht bellen, dann gehen sie mir langsam leicht auf den Sack. Deswegen trinken wir jetzt noch was. Nämlich leckeren Rum. Das macht's besser. Zum Wohl, Kai. Cheers, zum Wohl. Deiner schmeckt wenigstens dein Rum, meiner ist ja. Mit deinem machen wir irgendwann noch Herrenpudding. Genau, das ist das einzig taugliche von der. Zum Wohl. Mhm. Mhm. Wir sind übrigens heute zu viert. Aber die anderen zwei, die seht ihr nicht. Welche anderen zwei? So, seht ihr die zwei? Sie winken euch zu. Nein, wir haben noch nichts getrunken, bis auf den einen Schluck Rum. Völlig nüchtern. Schau mal auf meinen Charter. Wer ist das? Wessen Nase ist das? Das war's für heute, liebe Leute. Co-Pilot ist müde, hängt hier schon wieder rum. Friedrich ebenfalls. Wir gehen jetzt mal pennen und sagen gute Nacht für heute. Und schlafen. Der Plan für morgen besteht schon so halbwegs. Also seid gespannt, was wir so treiben werden. Ich glaube, es könnte spannend oder desaströs werden oder nichts funktioniert. Gute Nacht. Ciao zusammen. Schönen guten Morgen. Hier ist Kai von Travel Camping Living von meiner momentan verlassenen Dachterrasse. Nicht in Sattel, aber in Marokko, an der Wüste. Den Sonnenaufgang leider knapp verpasst. Dafür habe ich dann doch eine Viertelstunde zu lang gepennt, aber einen Wecker für sowas stelle ich mir leider nicht. Trotzdem noch eine tolle Lichtstimmung heute Morgen. Echt grandios. Und ich weiß nicht, ob ihr das da hinten seht, aber da sind kleine Nebelbänke zwischen den Dünen. Alles noch ruhig. Keine Motoren, kein Geschnatter von Menschen, nix. Ist so 7:45. Deswegen rede ich auch leise. Die Sonne jetzt auch schon deutlich über den Dünen. Ich glaube, es wird heute wieder schön und warm.
Von der Dachterrasse runter vor die Haustür. Ich glaube, hier wird noch weiter investiert und der Campingplatz erweitert. Die Mauer ist im Bau. Also gibt es hier bald noch mehr Platz für Camper. Hier wird übrigens auch das eigene Obst angebaut. Direkt bei der Rezeption. Da haben sie ein paar schöne Büsche hingebaut, die Schatten spenden. Hier drüben der Bereich, das ist auch alles noch Campground. Da könnte man auch noch stehen, aber ich finde unser Eck ist ein bisschen schöner. Wir haben hier auch den vollen Sonnenspot. Es ist aber noch ziemlich frisch heute Morgen. Also lange Klamotten brauchst du da dann schon. Beim Nachbar ist auch schon gehustet zu hören. Jetzt wird er gleich den Löffel abgeben. Uns Brot wird geliefert, plus die Krebs. Frühstück kann kommen. Das Gemüse, das Obst ist von gestern Abend noch. Unser Nachtisch doch mal mitnehmen. So, und während hier die Sonne weiterläuft, bin ich an meinem Joby-Stativ und repariere das. Das ist noch komplett ausgeleiert nach noch nicht mal einem Jahr. Die Dinger sind echt pfusch. Würde ich nicht wieder kaufen, aber es gibt einfach nichts anderes, was eine Spiegelreflex halten kann. Oder halt was schwere Kameras halten kann. Und jetzt habe ich es mal mit Killer, Klebstoff und Filzstoff versucht. Mal gucken, ob das funktioniert und Besserung bringt. Ansonsten muss ich da irgendwie Versteibungen in Form von Schrauben reinjagen. Das Zeug muss jetzt aushärten. Ich sonne so lange meine Beine und vor allem die Füße. Da sagt er immer, die sind auch so weiß. Und nebenher wird aufgeschrieben, was gestern so lief im Blog. Die Arbeit muss man unterbrechen, wenn es Frühstück gibt. Das gibt es jetzt. Wir haben frisches Brot hier gekriegt, Crepe und leckeres Müsli von Silvio. Jetzt hauen wir mal rein hier. Ein Stück lecker. Gajerzer Käse. Ne? Oh, Käse aus der Heimat. Geil. Vorrat liebt langsamer. Ja. Guten Appetit hier im Schatten. Richtig schön angenehm und fast frisch. Also ich habe kalte Füße. Vorbei mit Essen und Ausruhen. Bevor wir jetzt faul werden, gibt's Action. Abwasch. Da steht der Scheiß und der läuft jetzt zum Abwaschbereich mit mir. Und wie ihr alle wisst, ich mache das ja super gerne. Ne? Ein wenig irritierend anfangs ist, dass hier rechts Entsorgung ist und links davon wird abgewaschen. Man das auch einfach nur hinstellen kann und dann wäscht das jemand ab? Oder muss ich das jetzt tatsächlich wirklich selber machen? Ich muss wohl selber ran. Ist keiner hier, der das machen könnte. Co-Pilot weigert sich. So kennen wir ihn. Mein Abtropf-Ding dabei. Ich kann das nachher wieder zurücktragen. Ist ganz praktisch. Sonnenbrille, ich sehe gar nichts. Nun denn, Wassermarsch. Da kommt ja, lauwarmes Wasser. Die Elektrik super gemacht, das verhebt. Zum Glück regnet es hier nie. Dann mal los, versuch mein Glück mit dem guten Wüstenwasser. So, das wäre mal geschafft und eins wäre mal festgehalten für die Geschichtsbücher. Das war das überhaupt allererste Mal, dass ich auf einem Campingplatz abwasche. So. Und jetzt könnt ihr den Scheiß zurücktragen, abtrocknen und verräumen. Darauf habe ich nämlich jetzt keinen Bock. Ich gehe duschen. Momentli noch hier in Zottels Schatten gesessen und gearbeitet. Und jetzt geht's weiter. Ihr habt das Geschirr schon reingestellt. Super. Jetzt bitte noch verräumen. Danke. Denn unser Eins geht jetzt erstmal noch duschen. Die Duschen befinden sich praktisch unterhalb der Dachterrasse. Wir werfen mal kurz einen Blick rein. Ja, mittlerweile auch schon wieder ganz schön warm. Duschen und WCs. Sehen sauber aus, gepflegt, guter Zustand. Da entstehen bekannte Sandalen. Zu den Männern geht es hier geradeaus weiter. Zu den Frauen hier links lang. Ist gerade niemand. Die Männer-WCs sauber, europäische Toiletten. Zwei Stück davon. Oh, Leute, ich sage es ja ungern, aber ich glaube, die geilste Dusche, seit ich aufgefahren bin. Oh, heiß, viel Wasserdruck. Oh ja, einfach ein Traum. Ah, geil. Also der Spot lohnt sich schon alleine wegen der geilen Dusche. Und dem coolen Essen gestern Abend natürlich. Darf nicht vergessen werden.
frisch geduscht in der Sonne. Wir haben irgendwas 25, 26 Grad, richtig schön angenehm. Und jetzt geht's zahlen und dann hauen wir ab. Gepennt haben wir gut, heute Nacht hier und da mal ein Hund, aber ansonsten ruhig gestanden und sicher. Und wenn ich gleich noch dran denke, fülle ich noch eine Gießkanne in Zottel. Und wenn ich nicht dran denke, dann passiert es nicht. Auf dieser Seite gibt es übrigens auch noch mal Wasser zum Abwaschen. Und da hinten glaube ich auch noch mal, das sieht nach WCs aus. Die Körbe, die rumstehen, das sind die Mülleimer. Die Einfahrrampe ist easy. Hier können also auch lange Fahrzeuge hinkommen, ohne Probleme. Und wer hier Offroad-Touren machen will, kann sich das Auto vom Eigentümer ausleihen. Gegen Geld natürlich. Und dann geht's rein in die gute Stube. Und hier drin ist es richtig schön kühl. Gibt's hier noch einen tollen Sitzbereich. Das sieht echt super schön aus. Alles in kühlem Blau gehalten mit gefliesten Tischen und Katzen, die da rumflacken. Die haben hier eine ziemlich entspannte, ruhige Kugel und sind am Rumpenne. 360 die Dirham gezahlt, also 36 Euro für alles zusammen, zwei Vans geparkt, viel geduscht, gestern Abend das geile Abendessen. Ja, kann man jetzt nicht maulen, glaube ich. Ist ein schöner Platz. Gibt eine Empfehlung. Allerdings wichtig, nur Bares ist Wahres. Und er kann auch nicht rausgeben, also ihr müsst genau zahlen. Also dann gucken wir, dass wir hier wieder rauskommen, ohne einen Baum über den Haufen zu fahren oder uns einzusanden. Aber das kriege ich mal hin, hoffe ich. Und jetzt geht es 5 Kilometer weit. Ist also gar nicht so weit. Oh, bestreift der Drecksbaum, den haben sie echt dumm hingepflanzt. Oder ich fahre dumm, kann natürlich auch sein. Und wir fahren zu einem Automuseum, einem kleinen hier, das wir uns letztes Mal nicht angucken konnten, aber was diesmal hinhaut. Schön war es hier und jetzt auf zu neuen Abenteuern. Unser Meteorologe Christian schrieb heute noch, das Wetter im Süden bleibt relativ stabil, Temperaturen plus minus 25 Grad, sehr angenehm. Im Norden übler Wetterwechsel, am Samstag glaube ich, wir haben heute, ich weiß gar nicht, Donnerstag, kommt eine Kaltfront durch und übles Wetter mit Starkregen, Graupel, möglicherweise Hagel und Schneefallgrenze 3000 Meter. Das beeinflusst unsere Routenführung in dem Sinne, dass wir lieber noch ein bisschen südlich vom Hohen Atlas bleiben, denn da kommt der ganze Scheiß nicht wirklich drüber. So, irgendwie sind wir, ich weiß auch nicht so genau, da glaube ich. Jo, also ich weiß ja nicht, aber das sieht zu aus. Auch wie es aussieht, haben wir Glück. Die Tür öffnet sich, wir können rein. Hier gibt es eine kleine Übersicht, um was es geht. Alte Autos. Und dann da mit seinem Auto kommt da endlich mal. Also auf 4 Kilometer, habe ich ihn jetzt um 5 Minuten abgehängt. Das ist immer wieder ein Rätsel, was der treibt. Und hier stehen die alten Autos in Reihe und Glied hinter Gittern. Eines Ford Model T kennt man, ne? Gab es in allen möglichen Farben, solange es schwarz war. Tja, ein weiterer Model A Replika auf einem Jeep Wrangler nachbaut. Mahindra Jeep Auto Union. Made in Germany 1960. So sahen die Autos aus früher, wenn man mit ihnen ins Gelände wollte. Oder wie wäre es mit einem Willys MB von 1941? USA UNO-Fahrzeug. Elektrisch geht auch. Design wie vor 50 Jahren, aber aus dem Jahr 2011. In schickem Oliv. Und so geht es hier munter weiter mit lustigen Fahrzeugen. Sie werden kleiner, aber auch mal fett groß. Dodge Commander 42. Sowas kann nur aus Amerika kommen. Das sind mal Reifen, mit denen kommt man durch Sand und Schnee und überall lang. Ein International aus 1975. Den USA, Chevrolet Blazer in Rot, 72er Jahrgang, Ford Bronco. Alles Namen, die man schon gehört hat, sehen tut man die aber gar nicht mehr. Der Renegade, der ist noch ein bisschen aktueller, ne? Der ist zwar hier auch aus 76, aber der fährt ja immer noch irgendwie rum.
Also als Neuauflage. Und dann kommt natürlich am Ende das Komischste, das Highlight, das Bekloppteste, das Durchgeknallteste. Nennt es wie ihr wollt, aber so sieht's aus. Der Doppeljeep. War der jemals auf der Straße? Lässt er sich überhaupt lenken? Fährt der? Er braucht auf jeden Fall viel Straßenbreite. Da haben sie halt zwei Wrangler Sport genommen und zusammengeschweißt, weil mit Schweißen kennen sie sich in Marokko super aus. Und es ist natürlich ein bisschen was übrig geblieben. Das sieht dann ungefähr so aus. Ziemlich schmale Spur. Aber sicher simpel einzuparken. Zwei Leute passen rein. Einfach nicht zu schnell um die Kurve fahren. Ich glaube, der hat weder ABS noch ESP. Und kippt wahrscheinlich gerne. Und von der Seite sieht er ganz normal aus. Oh Mann, die kommen auf Ideen. Und genannt wird sowas natürlich, wie es aussieht. Half Jeep. Logischerweise ist das dann, na, wer kommt drauf? Genau, der Double Jeep. Das war also die amerikanische Seite, es gibt aber auch die japanische. Jetzt sind wir hier bei Toyota gelandet. Und Geländewagen, das wissen wir, können die auch. Passend in Wüstenfarbe, Toyota Land Cruiser. Und auch Nissan ist mit dabei. Holy crap. Nissan Patrol 2013. Sieht irgendwie nicht mehr ganz original aus. Ich komme jetzt nicht genau drauf, warum nicht. Aber irgendwie sieht er komisch aus. Den kennt man hier so, den Suzuki Jimny aus dem Einstiegsbereich der Mini-SUVs. Der hier ist irgendwie erwachsen geworden. Breiter und größer. Ich vermute, es hängt mit den Rädern zusammen. Und hier sehen wir Silvio, der sein eigenes Auto fotografiert. Also ist jetzt nicht seiner, aber er besitzt sowas. Auch in der Farbe? Nee, grün. Olivgrün. Damit warst du in Sizilien, hast du gesagt. Ja. Geil. Mercedes GW 92. Kommt, glaube ich, aus Deutschland. Daneben ein Range Rover in Sahara-Farbe. Ein Ibex, UK, die haben schon immer komische Autos gebaut. Der ist auch fürs Grobe gemacht hier. Daneben dann eher zart. Ein Mehari Citroën. Kennt Silvio auch. Ich glaube, Silvio ist schon ein bisschen älter. Guck mal, steht noch ein Peugeot. Gott, oh Gott. 505 aus 88. Himmel hilf, was habt ihr mit dem gemacht? Allradantrieb. Die Japaner, Locuste Suzuki Drivetrain. Ich glaube, es war kein Verkaufshit. Noch nie gesehen. Aber hier steht er rum. Das schaut lustig aus. Und daneben dann so ein Trümmer hier. Ich glaube, der ist wassergängig. Auch die Chinesen sind hier angekommen mit einer Hammerkopie. Kann man machen. 2012. Und hier daneben haben sie weiter kopiert. Grand Cherokee soll das Verschnitt sein. So sind sie halt. So, da sind wir wieder durch. Das ging schnell. Kurzer Marsch. Und hier hängt noch ein lustiges Plakat. Um das mal richtig zu verstehen, drückt jetzt hier auf Pause und guckt es euch mal an, wenn es euch interessiert. Gibt noch mehr Museen. Einmal das unsrige, eins in Rabat, Vereinigte Arabische Emirate. Und noch eins dort. Und mit dem Blick in die Wüste besteigen wir jetzt unsere Wüstenschiffe und gucken mal, wie weit wir hier die Straße noch weiterkommen.